Judentag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einen Angriff. Ist das nicht toll? Ich hoffe mal, die lassen uns hier jetzt ganz entspannt erstmal das Türchen öffnen und so weiter und so fort. Sieht aber ganz gut aus. Sie scheinen weit genug weg zu sein. Ich glaube, da müssen wir keine Angst vor haben, dass die uns jetzt frühzeitig die Abwehranlage hier zerdeppern. Wir können das nochmal bewegen. Das gute Teil. Hier haben wir den Bewegungsmelder, der passt auch soweit. Und dann schmeißen wir uns mal hier rein, würde ich sagen, ne? Machen wir aber auch die andere Seite auf. Geschwindigkeit mal eben ein bisschen hoch. Ich übernehme euch alle schon mal. Ihr rennt mal schnell hin, macht das Türchen auf. Haben jetzt alle das... Moment, wer macht denn jetzt das Tor auf? Sora? Ah, Sora macht das Tor auf. Wer macht das Tor zu? Mal gucken. Es ist Ken. Super, wunderbar. Dann rennt ihr alle mal hier rein. Stellt euch hier mal hin. Wir können euch ja schon mal vernünftig platzieren, nicht? Ken. Hierhin. Sora dahin. Vivien hierhin. Raka dorthin. Problem ist ja... guck mal, Raka, der kann da drüber schießen. Interessant. Carter, hierhin. So, da kommen sie auch schon. Das sollte alles überhaupt gar kein Problem sein. Wir haben ja ausreichend Fallen. Sind auch nicht so viele. Weil wir vielleicht ein bisschen da dran sind. Ach, da sind auch die Explosionskäfer dabei. Das ist natürlich doppelt geil, ne? Diese Kettenreaktion, die da ausgelöst wird, ey. Richtig schön. So, da kommen die ganzen Kleinen. Haben wir auch mehr oder weniger weggebombt. Oha, oha. Ihr könnt euch jetzt mal hier hinten hinstellen. Schön, schön, schön. Okay. Das dürfte es im Großen und Ganzen auch schon wieder gewesen sein. Ja, bisher gehen halt die Angriffe schon, ne? Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich... Also ich weiß, ich wiederhole mich... Aber ich glaube, ich würde... Was bringen die Kleinen denn? 15 auch. Die geben auch 15 mal Fleisch. Warte mal. Scherenhand Schlüpflinge. Scherenhände Explosiva. So. Ich denke, da werde ich dann... was wollte ich sagen? Achso, jetzt tatsächlich erstmal noch keine Abwehr bauen. Weil wir haben tatsächlich... Scherenhände Schlüpflinge schlachten. Rita, Scherenhände schlachten. Du schlachtest einmal die Skarabäen. Und du hilfst einmal hier bei den Scherenhand-Schlüpflingen, würde ich sagen. So. Nee, wir haben ja natürlich das Problem, wenn wir jetzt die bessere Abwehr bauen, dann kommen da eben auch mehr Gegner. Und aktuell haben wir ja echt eine ganz gute Balance scheinbar getroffen. Deswegen lassen wir erstmal alles so, wie es ist und hoffen, dass die Angriffe, wenn dann so nach und nach stärker werden und nicht, dass wir irgendwann einfach einen richtig, richtig starken Angriff haben und alle tot sind. Schauen wir mal. Wir werden das schon ganz gut hinbekommen. So können wir jetzt aber hier erstmal ganz entspannt uns nach und nach eben was aufbauen, ne? Vivien hat Risiko eines Zusammenbruchs. Ah, Vivien muss viel tun hier, ne? Ken? Mach du das dann mal besser. Gut, Futter kann dann auch wieder gemacht werden. Wunderbärchen. Was wird erforscht? Es wird erforscht. Der Geschützturm wird mittlerweile erforscht. Das ist gut. Danach kommt das. Impulsgewehr nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Kühlschränke brauchen wir noch immer nicht, würde ich sagen. Beton brauchen wir auch nicht wirklich. Weil wir einfach noch nicht genug Beton haben. Ja, dann würde ich jetzt fast sogar vorschlagen, wir fangen einfach mal an, hier ein bisschen was für den Luxus zu tun. So, da haben wir jetzt hier jede Menge Fleisch auf jeden Fall. Das ist doch schon mal schön. Und dann können wir mal dem einen oder anderen hier sagen, er soll hier mal ein bisschen craften.
Sora Didgeridoo, Vivian Handpan, schön. Grüße ausgetauscht mit Sora. Apropos, gibt's hier irgendjemanden, der... Ah, guck mal, hier, Ken ist interessiert an Sora, siehst du? Okay, okay. Aber Sora nicht an Ken. Alles klar. Gut zu wissen. So, es hatte jemand gesagt, dass es sinnvoll ist, hier irgendwie eine Lampe anzubringen. Weil sie dann irgendwie besser craften können oder so. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber wir können es ja einfach mal testen. Craften sie dann schneller nachts? Zumindest wenn sie nachts craften, das ist halt immer so eine Sache. Kriegen sie einfach mal hier ein kleines Lämpchen hin. Die gehen halt relativ schnell kaputt, da müssen wir mal sehen. Vielleicht hilft's. So, Racker stellt hier, sehr schön, Racker stellt ein bisschen Fett her. Achso, und dann immer Sprit, ne? Der wechselt sich da wahrscheinlich jedes Mal ab. Wir haben das Limit hier auch auf 100 gesetzt. Ich glaube, in Voraussicht auf die eventuellen Flammenwerfer, ne? Ich glaube, das war so der Gedanke. Dachionquelle. Wieder einmal. Wie viel Uhr haben wir es denn? 19 Uhr. Ja, lassen wir Rita jetzt ausnahmsweise mal erstmal schlafen, ne? Uiuiui, wir haben viel Fleisch. Wir haben sehr viel Insektenfleisch. Raka kümmert sich aber drum. Sehr schön. Und dann macht er direkt wieder... Okay, der wechselt hier immer schön ab. Das ist eigentlich ganz gut, was er da macht. Das ist eigentlich ganz gut. Aber warte mal. Moment mal. Du stellst gerade doch hier auch aus... Ja, pflanzliches Öl lassen wir mal. Das lassen wir mal. Das pflanzliche Öl soll nur zum Kochen genutzt werden. Ah ja, oder? Natürlich, klar. Ja, ja, wir verbrauchen eben sehr viel Sprit, ne? Das ist mir durchaus bewusst durch den synthetischen Stoff. Aber das hier bringt natürlich aber jede Menge, ne? Wenn wir hier nach und nach die bessere Rüstung ausrüsten können. Minus 9, minus 11, minus 9, minus 7, minus 6, minus 10. Racker könnten wir nochmal eben hier vielleicht einfach eine Hose anziehen, so. Gut, und jetzt dürfte eigentlich sämtliche Temperaturen dürften relativ egal sein. Wir könnten also fast sogar 2 Grad sind hier drin. 6 Grad sind hier, 2 Grad, 1 Grad sind hier. Na, wir lassen mal hier weiter ein bisschen heizen, würde ich sagen. Ach, die hier müssen wir... Nee, die sind schon auf 5. Sehr schön. Hier sind es 1 Grad. Minus 1 Grad. Es ist ihnen halt relativ egal, ne, wenn es jetzt hier so kalt ist. Aber wir werden einfach mal die Heizung anlassen. Sind wir mal nicht so. So, Flammenwerfer haben wir jetzt auch erlernt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir den schon nutzen wollen. Ich denke eher nicht. So, Expedition, Raumschifftrümmer, Erzvorkommen, Palmenhain. Da gibt es wahrscheinlich, genau, Holz, Tachyonquelle und Erkunden. Würde ich sagen, Rita, Tachyonquelle. Gut, auf geht's. Raka macht Fleisch, das ist schön. So, dann können wir uns ja mal überlegen, einen Plan zu bauen, ne? Meteoritenregen, das ist nicht schlecht. Ach, direkt hier um die Ecke. Nee. War scheinbar schon. Wir könnten natürlich darüber nach... Ach, guck mal. Jetzt aber hier. Wir könnten darüber nachdenken, wo wir denn am besten unsere... Ach, Rauchblatt haben wir entdeckt. Cool. Wo wir am besten unsere Verteidigungsanlage aufbauen. 25% Wachstum. Das ist natürlich überhaupt nicht der Hit, ne? Ach, Rauchblatt wächst hier sogar schlecht. Hier? Hier gibt es ein bisschen besseres Wachstum. Werden wir einfach mal Rauchblatt. Das wird wahrscheinlich sowieso nichts, aber... Machen wir den hier. Mal gucken, was daraus wird. Schauen wir mal.
So, Rita ist sowieso gerade unterwegs. Was ist hier los? Tachyonquelle. Antike Sprache für Forschung freischalten. Sehr schön, kennen wir ja. Ich lese mir da nicht alles durch, denn wir haben in Staffel 1 haben wir uns ja alles durchgelesen. Da müssen wir uns jetzt hier auch nicht nochmal alles durchlesen. Wobei, kann ich eigentlich machen, ne? Das stört ja nicht. Doch, ich bleib dabei, ich lese. Zumindest die meisten Missionen werde ich mal lesen, ne? Sieht direkt viel netter aus mit dem Licht hier, ne? Viel nässer. So, Geschütztürme. Okay. Da haben wir also jetzt noch nichts mehr frei, nichts Neues. Kenneth-Zelten durch, sieht so aus, dann flitzt er da, glaube ich, erstmal hin. Kater ist physisch 7. Das ist auch sehr gut. Hier kann geerntet werden, kriegen wir wieder jede Menge Pilze. Da sollten wir vielleicht drüber nachdenken, die Ernte erstmal einzustellen, ne? Achso, warte, nee. Erst nachdem wir geerntet haben, wäre mein Vorschlag. Haben wir hier noch genug Platz? Doch, sollten wir eigentlich haben. Racker ist ja auch die ganze Zeit am Öl herstellen, am Fett herstellen. Brauchen wir aber auch. Ist so gut wie nichts mehr da. Beziehungsweise es ist nichts mehr da. So, also, wir könnten die Befestigungen... Ach, die haben wir noch gar nicht gelernt. Siehst du? Ich überlege nur gerade, wo... Praktischer wäre es wirklich, wenn wir hinten bauen würden. So richtig offiziell hier hinten bauen würden. Hier haben wir allerdings dann, wenn wir uns dazu entscheiden, hier zu bauen, haben wir hier eben auch Unmengen Steine. Ne? Insofern, oder wir könnten auch hier bauen, wo die Jungs sind. Müssen wir mal gucken. Insofern können wir jetzt ruhig ein bisschen Zement verschwenden. Und dann, wenn wir hier tatsächlich nochmal umziehen würden, dann können wir das da hinten machen. Das passt schon dann. Heißt, wir können dann doch hier anfangen, eine Verteidigungsanlage aufzubauen. Und das werden wir auch tun. Und zwar werden wir dann hier auf jeden Fall wieder so ein Tötungstunnel werden wir auch mal wieder machen. Und dann hoffen, dass die Viecher alle außen rumlaufen nach Möglichkeit. Sollten sie aber. Das sollten sie aber. Ja, und wir können ja aus Beton bauen, sprich, das dürfte auch nicht so schnell kaputt gehen. Ja, machen wir das. Dann werden wir hier einfach einmal einzäunen, das Ganze. Hier einfach eine Mauer lang, da eine Mauer lang, hier eine Mauer lang. Und hier vorne dann einen Eingang. Ganz simpel, ganz einfach. Zumindest erst einmal. Hier haben wir jetzt erstmal genug Platz in der Bude. Mehr brauchen wir da eigentlich erstmal nicht. Das passt soweit. Da müssen wir uns, glaube ich, erstmal keine Gedanken machen. So, Rita ist schon wieder da. Das ist gut. Sie ist sofort hier auch. Ach, Ken hat wieder ordentlich was mitbekommen. Ne? Ordentlich Sprit. Gut. Insektenfleisch wird auch gut verbraucht. Das passt alles sehr gut gerade. Es läuft einfach so rund. Das ist unglaublich. Aber jetzt ist gerade Nacht. Jetzt wollte ich gerade nochmal jemanden losschicken auf eine Expedition, ne? Sieht's hier aus? Geschütztürme sind auch zu 53% durch. Sora ist beim Forschen mittlerweile 7. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Sora hat eben auch ansonsten überhaupt nichts zu tun. Das ist auch gut so, dass sie da ununterbrochen am Forschen ist. Sehr schön. Energie läuft auch soweit. Müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Ich würde aber vorschlagen... Warte, haben wir die? Nee, die kommen erst noch. Die Akku-Optimierung. Ich weiß nicht, es wird, glaube ich, auf die nicht angewendet, oder? Ich glaube, das habe ich auch schon in der ersten Staffel gefragt. Ich glaube, es wird auf die stehenden wird es nicht angewendet, sondern man muss dann die verbesserten bauen. Kann mich aber täuschen. Schauen wir uns mal an. Das schauen wir uns mal an. Oh, wir haben jede Menge Sprit. Das ist gut. Dann können wir mal hier dem einen oder anderen nochmal was anziehen. Geben wir Ken einmal... Warte mal. Nochmal kurz auf die Temperaturen gucken. Minus 9, minus 11, minus 9, minus 7, minus 10, minus 10. Also hast du gewonnen, Vivian.
Warte mal. Hitzetoleranz sinkt um 5. Moment mal. Wieso hast du so ein Ding an? So, das ist schon besser. Das ist eindeutig schon besser. Gut, und dann wird eben immer auf Reserve. Wird immer hergestellt. Ja, haben wir sie ja sehr gut ausgerüstet jetzt mittlerweile, ne? Die Leute. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, als würde das hier ganz gut funktionieren. Ich weiß, viele machen auch einfach überall alles. Ich werde jetzt aber einfach mal den hier machen. Weil zu dieser Zeit sollen sie schon schlafen. Sie sollen nicht, wenn es ins Minusgrade sind, sollen sie mal nicht rumrennen. Wobei das mittlerweile auch egal ist. Aber so stören sie sich zumindest nicht gegenseitig. So gehen sie alle gleichzeitig schlafen. Das passt. Dit passt. So, Expedition. Eine Expedition nach der anderen. Raumschifftrümmer. Hohe körperliche Fähigkeiten. Physisch 7. Kenn es schon bei physisch 8. Flitzt du mal los. Wir brauchen ein bisschen mehr Schrott und alles. Gucken, was er so findet. Schauen wir mal, was er so findet. So, dann müssen wir als nächstes definitiv die Verteidigungsanlage bauen, beziehungsweise einmal hier überhaupt uns mal ein bisschen einzäunen. Aber das machen wir eben erst, wenn wir entsprechendes erforscht haben. Wir machen das mal andersrum. Wir werden mal erst die Betonbefestigung, dann das. Und dann geht's hier los. So machen wir das. Geschütztürme sind auch gleich durch. Expedition abgeschlossen. Synthetische Textilien und Metallschrott. Hochkörperliches Geschick, erhöhte Menge an Metallschrott. Das ist sehr gut. Was bringt denn 611 haben wir jetzt? Dann gucken wir mal, was... was Ken damit bringt. 611? Wo bleibt der denn? Wie lange braucht der denn? Na gut, ist halt schon wieder Unwetter, ne? Der wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger brauchen. 611. Da ist er. 811. 200 hat er gefunden. Das sah halt auch echt gut aus, ne? Musikabend, na klar, wir machen auf jeden Fall Musikabend, ist doch wohl klar. Das ist doch wohl klar. Hat einfach ausgekotzt. So, wir könnten hier könnten wir nochmal drüber nachdenken, hier vielleicht nochmal ein, zwei mehr aufzustellen. Kopieren wir uns den einmal für mehr Zement. Ja, machen wir mehr Zement, damit wir da ein bisschen vorankommen. Wir sind jetzt bei 300, das ist schon mal ganz gut. Aber es reicht eben noch nicht, So, hier wird sich direkt drum gekümmert. Wunderbar, traumhaft. Hier müssten wir jetzt demnächst auch mal ein bisschen was... Ja, 95%. Sehr schön. Dann kriegen wir jede Menge Stöcker. Ken plündert da hinten. Rita pflanzt da an. Die sind alle so fleißig, du, da. Das ist ja unglaublich, du. Wahnsinn. Sehr schön. So muss es laufen. Nur manchmal in manchen Episoden, es tut mir leid, in manchen Episoden gucken wir halt hauptsächlich zu... Aber so ist es eben teilweise, ne? Da können wir uns dann Gedanken machen, wie wir das alles so bauen wollen und so. Wobei eigentlich auch feststeht, wie wir es bauen wollen, ne? Unseren Zaun. Wir bauen letzten Endes einmal hier durch. Genau, wir machen einfach ein bisschen ähnlich wie in der ersten Staffel. Nur eben ein bisschen einfacher gehalten. Denke ich zumindest. Mal gucken, was wir da alles so an Befestigung bauen können aus Musikabend. Nicht aus Musikabend, sondern aus Beton. Na?
Wie sieht's aus bei euch? Alles gut? Habt ihr Spaß? Sieht's aus. Kater, der hat am meisten Spaß, wenn er Steine trägt. Teilnahme an einer Musiknacht. Kommst du gar nicht an. Rita ist natürlich unentspannt während der Musiknacht, ne? Abgelehnt von Sora. Ah, das ist jetzt ja ärgerlich. Und Kater, der war die ganze Zeit nur am Steine schleppen währenddessen. Ach, der Kater. Mann, 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 du. Okay, wir können weiter sie ausrüsten. Sie alle. Kent kriegt mal den Helm. Das war doof. Gut, das kriegen wir jetzt nicht mehr abgebrochen. Kennen wir jetzt natürlich der am weitesten weg war. War ja klar. Rita hat die Hose schon an, hat die Stiefel an, hat alles an. Sora hat hier, das ist eh fast, wobei sie zieht sich dann eh was Neues an, ne? Trümmer eines Raumschiffes stürzen ab. Eigenartige Absturzstelle. Eigenartig. 4 Uhr haben wir's. Rita schläft nicht, Rita isst. Seltsame Absturzstelle. Rita ist soweit recht glücklich. Auf geht's. Flitz mal los, Rita. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen weiteren Survivor, ne? Maximale Anzahl soll wohl 8 sein, ne? So, Kata kümmert sich um die Ofen. Vielleicht sollten wir den ein oder anderen Ofen auch noch auf Metall setzen, ne? Schmelzen. Wie viel Erz haben wir aktuell? Nicht so viel, ne? Metallschrott haben wir 871. Bis... Na, halten wir mal bei 100, würde ich sagen. Und das dann nach oben. So, dann soll hier mal auch noch Metallschrott zu Metall geschmolzen werden. Und hier haben wir Metallschrott bis 20. Und aus Erzen setzen wir das mal auf 50. Auch Erze bis 200. Zement dann für immer. Der wird halt nie dazu kommen, Zement zu schmelzen, ne? Wir machen das anders. Wir machen das raus und setzen hier für immer rein. So. So, wie sieht's denn aus mit den Pelmchen? Sind wir langsam mal dabei hier, oder was? Irgendwie, ich muss sagen, hier so, die gefallen mir wirklich gut, die Pflanzen hier. Irgendwie gefallen mir die Plantagen hier ein bisschen besser als in dem anderen Biom. So, Pilze haben wir relativ viel. Expedition abgeschlossen, seltsame Absturzstelle. Ein Teil der Trümmer erregte meine Aufmerksamkeit, also ging ich hin, um sie zu untersuchen. Dabei fand ich die Überreste eines Kommunikationszentrums und konnte mit etwas Mühe einen intakten orbitalen Funkkern herausziehen. Mit etwas Forschung sollte es möglich sein, den Kern für den Bau von orbitalen Kommunikationsgeräten zu verwenden und alle Schiffe zu kontaktieren, die in der Nähe des Planeten vorbeikommen. Eine Chance zur Rettung. Ja, da habe ich jetzt wirklich bei ihm... Sehr regelmäßig habe ich ihm versprochen. Sehr schön. Sehr schön. So, was wird hier erforscht? Betonbefestigung erforschen wir jetzt. Sehr schön. So, hier kann man aber keine Aufgaben. Das ist natürlich doof. Elektronik bis... Wie viel haben wir denn? 29. Weil hatten wir das nicht? Ne, hatten wir noch gar nicht zugewiesen, ne? Stellen wir die mal bis 50 her, würde ich sagen. So machen wir das. Was macht ein Racker eigentlich so den ganzen Tag? Kochen. Das passt eigentlich ganz gut, ne? Kochen und Handwerk. Genau, und montieren macht er. Er trägt aber auch. Warte mal, wir werden mal Racker, werden wir mal das Tragen, werden wir mal rausnehmen. So, dass Racker mal nach Möglichkeit hauptsächlich hier drinnen unterwegs ist, würde ich sagen. Schade, dass in der Elektronik kein Stoff genutzt wird, ne? Dann würde Vivian nämlich richtig abgehen.
Gut. Rita ist auf Expedition, die darf wieder nicht schlafen, die ist immer unterwegs, ne? Naja. Geschütztürme haben wir auch erforscht, Betonbefestigungen sind zu 56% durch, das ist wunderbar. Heißt, beim nächsten Mal können wir dann anfangen mit unserer Befestigung, mit unserer Verteidigung. Das wird super, dann müssen wir uns nämlich überhaupt keine Gedanken mehr um die Angriffe machen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr dabei wart, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für eure Likes. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.